Bevor wir uns nun wieder auf unser AT-Board hier stürzen, müssen wir auf ein paar Kommentare und User-Infos eingehen, die es nach dem ersten Video zu diesem Thema gegeben hat. Fangen wir an mit der Aussage, dass unser Cyrix 486 DLC gar kein richtiger 486er sei. Nun, wenn man nur Intels 486er als reine Lehre annimmt, dann stimmt dies. Cyrix war mitunter dafür bekannt, seine Prozessoren selbst zu entwickeln und nicht einfach nur bei Intel abzukupfern. Dies hatte ich ja bereits erwähnt. Was ich nicht sagte war, dass diese Eigenentwicklungen meist darauf abzielten, dass Cyrix CPUs als Upgrade-Prozessoren für ältere Systeme herhalten sollten. So auch hier. Der 486 DLC ist PIN-kompatibel zu Intels 386DX und kann diesen zur Leistungssteigerung ersetzen. Man könnte also sagen, dass es sich um einen frisierten, 32-bittigen 386er handelt mit dem Befehlssatz eines 486ers. Diese Verwandtschaft erklärt auch, warum hier ein 387er mathematischer Coprozessor und ein 386er BIOS zum Einsatz kommt. Dies plus die recht mageren 1 KB Level 1 Cache sorgen auch dafür, dass der 486 DLC bei gleicher Taktung nicht gegen einen gleichschnellen Intel 486er anstinken, sondern bestenfalls mit einem 25 MHz schnellen Intel mithalten kann. Als die Preise für die Intel 486er fielen, gab es keinen Bedarf mehr an diesen Upgrade-CPUs und daher findet man sie heute auch nur noch recht selten. Zuvor war jedoch der DLC eine günstige Möglichkeit, in die Welt der 486er einzusteigen und das sogar mit einem ebenfalls vergleichsweise günstigen mathematischen Coprozessor. Ob der DLC nun ein echter 486er ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Wenn Software einen 486er verlangt, so wird sie hier fündig werden. Ich persönlich definiere einen 486er über die einfache Frage, ob darauf Doom ordentlich läuft. Und ja, das tut es, wie wir später noch sehen werden. Bin ja generell immer dankbar für Informationen. Nur im folgenden Falle war ich jahrelang einfach auf dem Standpunkt, das ist eben so, das muss so halt. Hinterfragt habe ich nämlich nie, warum man die SIM-Speicherriegel immer zu viert einbauen muss. Also, warum eine Bank aus vier Riegeln besteht. Ich hätte ja selbst drauf kommen können, denn in meinem 286er, der ja ebenfalls auf einem AT-Board sitzt und immerhin schon mit SIM-Sockeln ausgerüstet ist, genügt es, wenn man nur zwei SIM-Riegel einbaut. Dankenswerterweise hat Forum64-User Logic Deluxe hier für Erleuchtung gesorgt. Es ist ganz einfach. Die SIM-Riegel sind 8-bittig. Und unser 486er-System hier hat nun mal 32-Bit. Damit das klappen kann, brauchen wir also 8x4, diesmal ausnahmsweise nicht als schweißübertünchendes Aerosol, sondern in Form von 4x8-Bit Speicherriegeln, um auf die nötigen 32-Bit zu kommen. Und beim 286er? Naja, das ist ein 16-Bit-System. Da genügen eben zwei 8-Bit-Riegel. Über diese Brücke kommen wir jetzt aber zu dieser Bauform hier, genannt PS2. Hier reicht es aus, wenn man nur einen Riegel einsetzt. Warum wohl? Richtig, weil diese Riegel 32-bittig sind. Der PS2-Speicher wurde im gleichnamigen System von IBM 1987 eingeführt, in dem Versuch, wieder Kontrolle über das eigene Produkt ausüben zu können. Wir erinnern uns, IBM präsentierte uns 1981 mit dem Modell 5150 seinen ersten Homecomputer und er wurde selbstbewusst dann direkt PC genannt. Was schon reichlich großkotzig war, denn als Personal Computer durfte sich bis dahin auch jeder andere Homecomputer für den persönlichen Einsatz nennen. IBM schaffte es jedoch nicht, sein PC-Design rechtlich schützen zu lassen. Dies kam hauptsächlich durch die fehlende schöpferische Tiefe, denn der Rechner wurde größtenteils aus frei verfügbaren Bauteilen vom Elektrograbbeltisch zusammengeschustert. Immerhin zählt das BIOS zu den wenigen Komponenten, welche IBM schützen lassen konnte.
So kam es dann, dass die sogenannten Klonhersteller, allen voran Compaq, recht schnell ihre eigene PC-Produktion aufnahmen und diese Rechner dann auch noch IBM-kompatibel nennen durften. Es dauerte nicht lange, bis die Klonhersteller selbst günstigere und sogar leistungsfähigere PC-Systeme als IBM anbieten konnten und so verlor Big Blue immer mehr die Gewalt über seine Schöpfung. Mit dem XT und dem AT ging es ebenso weiter, aber damit sollte 1987 mit dem Modell PS2 Schluss sein. Gerade so wie Apple wollte IBM jetzt zurück in den Protektionismus und brachte das neue Modell mit der frisch entwickelten Microchannel Architecture, kurz MCA, auf den Markt. Dieser Bus sollte den ISA-Bus ablösen und ja, MCA war durchaus performanter als ISA. Microchannel unterstützt 16 und 32 Bit, läuft auf 10 MHz und kann theoretisch bis zu 66 MB pro Sekunde verschiffen. Während ISA nur 8 bis 16 Bit abdeckt und stabil nur mit 6 oder 8 MHz läuft. Betonung auf stabil, es gibt auch schnellere Anwendungsfälle. 8,33 MB pro Sekunde ist der rechnerische Datendurchsatz von ISA. In der Hauptsache war MCA aber wunderbar inkompatibel zu ISA und es war vor allem jetzt endlich ein geschütztes System. Tja, nice try IBM, aber der Spieß drehte sich um, denn die Klonhersteller spielten schlichtweg nicht mit und setzten 1988 auf ihre mittlerweile große Marktpräsenz und den alten Gaul namens ISA. Sie spendierten ihm noch eine zweite Etage, welche ihn nun die klassischen 8 und 16 als auch die damals neuen 32-Bit unterstützen ließ und blieb dabei abwärtskompatibel. Die Klonhersteller, wieder allen voran Compaq, nannten ihr Kind EISA, Extended Industrial Standard Architecture. Theoretisch sind damit 33 MB die Sekunde Datendurchsatz drin. Na, und dreimal darf geraten werden, auf welchen Zug die Kunden im Endeffekt aufgesprungen sind. Kurzum, IBM konnte das Ruder nicht mehr zu seinen Gunsten herumreißen. Damit aber nicht genug im Buskrieg. Das klingt jetzt wie Downtown Offenbach. Also in den sogenannten Bus Wars. Bald war auch EISA am Ende und vor allem die anspruchsvollen Grafiken forderten mehr Speed. So kam 1993 der recht kurzlebige VLB, VESA Local Bus, noch mit hinzu. Oftmals als Verlängerung des ISA-Busses. Abhängig von der Geschwindigkeit der CPU kann VLB zwischen 100 und 200 MB die Sekunde verschieben. Es ist aber, wie gesagt, ein Anhängsel. Der Endanwender riss in diesen Tagen verzweifelt seine Hände gen Himmel angesichts eines solchen Busdurcheinanders und rief den Herrn um Hilfe an. Und der Herr in Form von Intel antwortete 1994 mit Peripheral Component Interconnect, dem PCI-Bus. 32 bis 64 Bit fähig. Datendurchsatz von 133 bis 533 MB die Sekunde. Der Krieg war entschieden. Danach kam dann übrigens 2004 schon das Zeug, welches wir bis heute benutzen, nämlich PCI Express. Wie sind wir jetzt hier eigentlich hingekommen? Es gab auch einen Kommentar, dass auch das Board hier kein richtiges 486er Board sei. Gut, hab ich nie behauptet. Die Rede ist von einem AT-Board und das ist es ja mal definitiv. Wir können jetzt aber nach diesem ganzen Wissensdurchfall von gerade eben nochmal an die letzte Folge erinnern, in der ich sagte, dass wir es hier mit einem Wald- und Wiesenboard zu tun haben und vielleicht hinzufügen, dass es ein Budget, ein Low-Cost oder eben ein Billigheimer-System ist. Wir brauchen im nächsten Schritt nun also die Möglichkeit, dem System mindestens ein bootbares Medium zur Verfügung zu stellen. Von irgendwas muss die Kiste schließlich starten. In der Welt der ATs können wir hier schon auf recht hochintegrierte Multifunktionskarten zurückgreifen, welche mehrere Schnittstellen beinhalten. So hat etwa diese Multi-IO-Karte hier folgende Anschlüsse: FDD, Floppy Disk Drive.
Hier an diesem 34-poligen Flachbandkabel können bis zu 2 Diskettenlaufwerke angeschlossen werden. Dabei bestimmt die Position der Diskettenlaufwerke am Kabel, welches davon A und welches B ist. A ist hinter dieser Drehung im Kabel, B davor. Wir klemmen hier ein HD-Diskettenlaufwerk, also eines mit 1,44 MB Kapazität, mal an, aber das soll's zu diesem Thema gewesen sein. Gut, so überheblich hätte man früher freilich nicht sein können, immerhin musste damals alles von Diskette installiert werden und somit auch die ganze Kiste erstmal von Diskette gebootet werden. Na, vielleicht noch die Info, dass wir heute diese netten Floppy-Emulatoren hier haben, mit deren Hilfe man Floppy-Images auf USB-Sticks ablegen und diese dann wie normale Disketten im PC nutzen kann. Disketten, tja, das war halt mal. Aber wir nutzen heute halt andere Techniken, wie wir sie hier am HDD, Hard Disk Drive Anschluss, sehen. Da klemmt man klassischerweise bis zu 2 Festplattenlaufwerke, Master und Slave, an. Welches Laufwerk was ist, wird hier nicht über eine Drehung im Kabel festgelegt, es gibt keine selbige, sondern klassischerweise über Jumper an den Festplatten. Man könnte auch Cable Select benutzen, dann spielt wiederum die Position der Laufwerke am Kabel die entscheidende Rolle, bedarf aber eines speziellen Kabels und, na komm, lass mal das. Jetzt schenken wir uns alles und machen es uns hier jetzt unverschämt einfach. Wir schließen einfach dieses DOM, Disk on Module, also einen halbwegs modernen Flash-Speicher, als Festplattenersatz an. Hier bestimmt dieses Schalterchen über Master oder Slave. Da wir das Modul aber direkt auf dem IDE-Anschluss draufpacken, spielt das keine Rolle. Ein zweites Laufwerk kann hier ja nun nicht mehr angeklemmt werden. Auf diesem DOM befindet sich bereits eine bootbare MS-DOS 6.2.2 Installation. Bitte nicht enttäuscht sein, dass ich hier jetzt dessen Installation nicht zeige. Die ist wahrhaftig straightforward und ich bin überzeugt davon, dass es hierzu zur Not ausreichend andere Anleitungen im Netz gibt. Diese Karte bietet uns ferner noch 2 COM-Ports, also serielle Schnittstellen. Einmal im bekannten 9-poligen Format und einmal in dem etwas älteren, aber beispielsweise am Amiga üblichen 25-poligen Format. An den 9-poligen COM1-Anschluss schließen wir gleich mal ganz klassisch eine Maus an. Dann gibt's da noch einen Gameport. Das war die Standardschnittstelle für beispielsweise Joysticks. Abgerundet wird das Ganze durch einen 25-poligen Parallelport, an den man für gewöhnlich seinen Drucker angeschlossen hat, welchen man aber auch zum Beispiel für die direkte Datenübertragung zwischen 2 PCs einsetzen kann. Beispiel hier, das DOS-Tool Interlink, näheres in den Yesterchips Nummer 52. Diese Karte beherbergt, wie man sieht, eine Menge Steckbrücken, sogenannte Jumper. Auf die einzelnen Funktionen gehen wir nun nicht näher ein, aber dies illustriert wunderbar, wie damals Hardware konfiguriert wurde. Das System übernahm also selbstständig keine Konfiguration von etwa der Basisspeicheradresse oder der Interrupt-Zuweisung. Dies wurde erst mit der Einführung von Plug and Play anders. Wobei Plug and Play erst ab Windows 95 eine Rolle spielte, oder sagen wir, eine ernstzunehmende Rolle spielte im PC-Bereich, wohingegen bereits 10 Jahre zuvor das Autoconfig im Amiga die automatische Zuweisung von Systemressourcen bereits beherrschte. Aber über Plug-and-Play, I.O.-Basisadressen, IRQ und DMA-Channels könnte man locker eine eigene Folge machen. Sodele, jetzt wollen wir aber mal ein bisschen was sehen. Starten wir also die Kiste und drücken so lange auf die Entfernen-Taste, bis wir im BIOS landen. Ja, für diese Farbwahl gehört der Designer mit dem Teelöffel erschlagen. Im BIOS werden wichtige Einstellungen für den PC festgelegt. Man kann hier aber auch ziemlich viel Mist bauen, daher beschränken wir uns auf die nötigsten Schritte. Im Standard CMOS Setup können wir die Systemuhr, also Datum und Uhrzeit, einstellen. Hard Disk C und D beschreiben die physikalische Dimensionierung der vorhandenen Festplatten, wobei davon ausgegangen wird, dass C Master und D Slave ist. Früher standen die Zylinder, Köpfe und Sektoren auf den Festplatten drauf und man musste sie hier eingeben.
Wir lassen das jetzt mal bleiben und nutzen dafür ein anderes tolles Feature in diesem BIOS. Sehen wir gleich. Floppy Drive A und B definiert, welche Art von Diskettenlaufwerk angeschlossen ist. Also sagen wir mal A 1,44 MB. Primary Display beschreibt die Bildausgabe. VGA, PGA, EGA, das passt, also lassen wir es einfach so. Na, vielleicht noch eine Erklärung, was PGA ist. Das steht für den wenig verbreiteten Professional Graphics Adapter oder Array, einem Grafiktyp von IBM aus Zeiten des XTs. Wurde hauptsächlich für aufwendige CAD-Anwendungen benötigt. Keyboard ist installiert, lassen wir so. Mit Escape wieder raus. Kurzer Blick ins Advanced CMOS Setup. Typematic Rate legt die Zeichenwiederholung fest, also wie schnell ein Zeichen auf dem Bildschirm ausgegeben wird, wenn man den Finger auf der Taste liegen lässt. Above 1 MB Memory Test prüft beim Einschalten den gesamten Arbeitsspeicher. Das schaltet man normalerweise nur dann ein, wenn die Vermutung eines Schadens im RAM vorliegt, denn dies verlangsamt die Bootzeit schon ziemlich. Memory Test Tick Sound ist das Knattern, welches wir eben gehört haben. Und jetzt springen wir mal hier runter. System Boot Up Sequence. Das sollte so bleiben. Wenn eine Diskette beim Booten eingelegt ist, wird zuerst versucht, davon zu starten. Erst danach ist die Festplatte dran. External Cache Memory sollte aktiviert sein. Das sind unsere besagten 128 KB. Cyrix Texas Instruments 486 DLC CPU ist eine Spezialität hier bei uns. Dies aktiviert den internen Level 1 Cache des Prozessors und sorgt damit für mehr Geschwindigkeit. Also aktivieren! Der Rest ist erstmal geschenkt. Advanced Chipset Setup lassen wir mal außen vor. Mit Auto Configuration with BIOS Defaults kann man die Werkseinstellung wiederherstellen. Sollte man mal Scheiße gebaut haben. Change Password, yo, damit kann man seinen PC direkt nach dem Einschalten schon mit einem Passwort schützen. Aber jetzt meine Lieblingsfunktion. Auto Detect Hard Disk. Der Name sagt schon alles. Hiermit werden die Geometrien der angeschlossenen Festplatten automatisch ermittelt und ins Standard CMOS Setup eingetragen. Das ist sehr praktisch, wenn man Flash-Speicher nutzt, welche ja bauartbedingt keine echten Zylinderköpfe und Sektoren mehr haben. Von Hard Disk Utility lassen wir mal die Finger, denn das hier angebotene Formatieren ist eine Low-Level-Formatierung, die man tunlichst nicht auf Flash-Speichern anwenden sollte. Ihr seht schon, dass man im BIOS noch viel mehr verfriemeln könnte. Wir belassen es aber jetzt dabei, sagen Write to CMOS and Exit, speichern also unsere Änderungen und starten den PC neu. So, fertig! C:\Backslash größer als. Och ja, Microsofts durch und durch benutzerfreundliche Eingabeaufforderung. Für die Benchmark-Freunde gehen wir gleich mal in Nortons Sysinfo. Hier sehen wir nun den Leistungsindex der CPU. Und jetzt Achtung! Jetzt schließe ich mal den Turbo-Switch, welcher ja eigentlich Slowdown-Switch heißen müsste, und beobachten die Leistung. Wie eine Motorbremse beim LKW. Na, lassen wir die Turbo-LED doch lieber wieder brennen. Und was macht der Reset-Taste? Oh, Donnerwetter! Einen unmittelbaren Reset. Wer hätte das gedacht? Eiskalt abgewürgt. Und nun zu den Freuden des PC-Speakers. Einfach mal zuhören und mitleiden.
klar, das kann so nicht bleiben. Und so soll unser letztes Hardware-Kapitel auf diesem Board her die Soundausgabe sein. Dafür brauchen wir, man glaube es kaum, eine Soundkarte. Hier bin ich ganz auf Mainstream-Linie, wenn ich sage, dass es nur eine wahre Soundkartenfamilie für klassische PCs gibt von Creative Labs, die Soundblaster. Und hier haben wir so ein hübsches Modell, ein Soundblaster Pro 2.0. Was ich hier so speziell finde, ist die Lautstärkeregulierung hinten am Slotblech. Es ist ja ganz nett, dass sowas existiert, aber mal ehrlich, wer hat sich zum Lautstärke-Einstellen so verbogen, um hinter den PC greifen zu können? Na gut, egal. Neben den Soundausgabequalitäten dieser Karte, welche so um 1991-92 herausgekommen sein müsste, besteht auch die Möglichkeit, hier ein CD-ROM-Laufwerk anzuschließen, wenn dieses denn kompatibel zum Interface war. Das war damals keine Selbstverständlichkeit. Es gab Kompatibilitäten etwa zu Sony, Mitsumi oder Panasonic, die sich mitunter gegenseitig ausgeschlossen haben. Nee, aber mal langsam. Ist das jetzt nicht irgendwo komisch? CD-Laufwerk an die Soundkarte anklemmen? Na, es lässt sich vielleicht erklären. Hier haben wir einen Anschluss namens CD-In. Und hierüber wird die Verbindung zum Audioausgang des CD-ROM-Laufwerks hergestellt, wodurch man das Laufwerk als ganz normalen CD-Player für Audio-CDs benutzen kann. Das Soundblaster dient dabei quasi als Verstärker. Hier oben haben wir einen Anschluss für den PC-Speaker. Hieran wird aber kein PC-Speaker angeschlossen, sondern dieser Eingang wird mit dem PC-Speaker-Ausgang des Mainboards verbunden. Somit erfolgt die PC-Speaker-Ausgabe durch den Soundblaster und kann somit auch geregelt werden. Allein durch diese Maßnahme wird der PC-Speaker-Sound durchaus erträglich. Hier hinten haben wir drei Anschlüsse für Line-In, Mikrofon-In und Speaker, also Lautsprecher-Out. Vermittels der Jumper wird die Karte hardwareseitig konfiguriert. Wir stellen diese Karte auf die Standard-IO-Basisspeicheradresse 220, den Interrupt auf 5 und den DMA-Kanal auf 1. Wenn somit alles schön festgelegt ist, bedarf es keinerlei zusätzlicher Software mehr, um die Karte in Betrieb zu nehmen. Wir müssen lediglich in der AutoExec-BAT die Z-Blaster-Variable so angeben, wie die Jumper gesetzt worden sind. Z-Blaster ist gleich A220, I5, D1, T4, wobei T4 für den Typ des Soundblasters steht. Tja, und wenn meine Karte hier jetzt nicht defekt wäre, würden wir nun auch die tolle Titelmusik von Doom hören. Leider scheint hier aber irgendwas verstorben zu sein, weswegen wir nur die Effekte hören können. Das kann aber so freilich nicht bleiben und so greifen wir nun halt doch mal zu einer kompletten Plug-and-Play-Soundkarte. Plug-and-Play erkennt man recht einfach am gänzlichen Fehlen jedweder Jumper für Basisadresse, IRQ und DMA. Es handelt sich hier um eine Audio Drive ES1868 von InSonic Soundscape, kurz ESS. Ob Bob Jens an dieser mitgearbeitet hat, konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinden. Wie ich darauf komme, dass das so sein könnte? Hauptsächlich auch wieder durch Logic Deluxe. Die C64-Jünger wissen ja, dass Robert Jannes, dass der Kerl auf jeden Fall maßgeblich an der Schaffung des Commodore VIC-20 und viel wichtiger des SID Soundchips des C64 beteiligt war. Damals arbeitete er für Morse Technologies, Commodores Chipschmiede in diesen Tagen. 1982 gründete er dann zusammen mit anderen ehemaligen Morse-Kollegen das Unternehmen Ensonic und bastelte seine Chips selbst. 1998 übernahm dann Creative das Unternehmen. Damit diese Plug-and-Play-Karte funktionieren kann, bedarf es eines kleinen Config-Programmes, welches via AutoExec-BAT gestartet wird und der Karte sagt, mit welchen Einstellungen sie funktionieren soll. Ein Standard-Setting, welches ohne dieses Programm voreingestellt wäre, auf der Karte gibt es nicht
Ohne dieses Programm stehen IRQ und DMA auf Null, was im Endeffekt zu nichts führen kann. Und jetzt halte ich mal die Klappe, sodass wir schauen und hören können, was unser kleines, einfaches PC-System hier so kann. Der Hund fängt an. Scheiße.
Liebe Zeit, was man alles über einen so langweiligen Rechner wie ein PC doch sagen kann. Es gäbe so viel Anknüpfungspunkte, um sich tiefer in die Details zu stürzen. Das will ich aber nicht. Wir richten den Blick ja stets auf die Endanwenderebene, also auf die Frage, wie kriege ich das Ding dazu, das zu tun, was ich will? Dabei muss man nicht wirklich verstehen, was ein Interrupt oder was Direct Memory Access ist. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Gehäuse für die Apparatur, damit es stapelbar wird. Gut, das wär's gewesen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye, euer Mick.